und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, heute auch euch mal ein ganz Spezielles vorstellen zu dürfen, die Speakerin Saskia Dürr. Wir waren gerade eben auf ihren Vortrag zum Thema Kommunikation zwischen Mann und Frau. Dein Programm heißt ja Männerflüsterin und Frauenversteher oder genau andersrum? Nee, die Männerversteherin und der Frauenflüsterer, das hat auch einen Grund, weil wenn Frauen das Gefühl haben, sie verstehen, ganz wichtig das Gefühl, das heißt nicht, dass sie verstehen, aber wenn sie das Gefühl haben, sie verstehen, dann sind sie toleranter. Und wenn ich ihnen in dem Vortrag erkläre zum Beispiel, was die Ursache ist für Mann-Frau-Kommunikation, dass sie so verschieden ist, dann sagen sie, ach so, na ich verstehe, ach das ist ja ein Mann, ach das, die Frau hat früher so und so gespielt oder so und deswegen. Und wenn sie es verstehen, dann können sie mit dem schwierigen Gegenüber besser umgehen. Während Männer mir oft sagen, okay, ich verstehe jetzt einiges, aber noch nicht alles. Und wenn ich nicht alles verstehe, dann habe ich auch keine Lust. Und Männer fühlen sich irgendwie besser, wenn sie so sagen, sie haben jetzt 2, 3 Tricks, 2, 3 Werkzeuge und mit denen kommen sie klar. Also einflüstern, zaubern, jemand anders irgendwie rumkriegen. Und das finden Frauen unlauter. Also sie wollen nicht die Einflüsterer sein, sie wollen so sein, wie sie sind und verstehen. Ich möchte verstehen. Sie fragen auch ganz viel, warum. Männer nehmen mehr so hin oft, aber möchten halt schon was wissen, wie sie in Situationen besser klarkommen. Wie sie zum Beispiel eben einen Dreisatz anwenden oder wie sie vielleicht jemanden besser abholen können. Trotzdem bleiben, wie sie sind natürlich, aber und deswegen fühlen sich halt Frauen mehr mit Männerversteherin und Frauenversteher ist ja auch ein negativer Begriff. Und Männer finden Frauenflüsterer halt schon irgendwie so, ich flüster da ein und funktioniert das. Ja, das haben wir heute in dem Programm ja hier auch näher kennengelernt und ich fand das sehr, sehr spannend, eben auch so die Ursprünge so schon in der Kindheit auch irgendwie verwurzelt zu haben. Also das heißt, man kann es sich ja eigentlich gar nicht ändern, außer mehr Verständnis für das Gegenüber aufzubringen, weil die Urinstinkte wahrscheinlich ja doch sehr geprägt sind. Ja, man muss sich auch gar nicht ändern. Also man kann ja so bleiben, wie man ist, wenn man versteht, woher es kommt. Und wir sind ja auch alle Mischtypen. Es sind ja nicht alle Männer so und alle Frauen so. Aber man kann sich dann vorstellen, der hat eher so gespielt und sie hat eher so gespielt oder eben genau andersrum. Und dann muss ich so und so damit umgehen. Und dann geht's einfacher. Wenn ich es jetzt auch einfacher haben will, wo kann ich dich denn in Zukunft auch betrachten oder an deinen Vorträgen teilnehmen? Ja, also meine Vorträge findet man, wenn sie offen sind, auf www.saskiadürr.de, ganz einfach. Und das verlinken wir unten in die Infobox am besten. Okay, und ansonsten kann man mich halt auch jederzeit buchen, zwischen 15 Minuten und 2 Stunden, 3 Tagen. Ich kann zu dem Thema super viel erzählen. Ja, also und bei gebuchten Vorträgen kann man natürlich nicht so dazukommen, aber bei meinen öffentlichen, die findet man auf meiner Website. Ja, super, vielen lieben Dank. Danke auch für den tollen Vortrag und ich hoffe, wir sehen uns bei einer der nächsten Veranstaltungen. Ja, da freue ich mich schon. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Golfseite, glaube ich, gell? Das erkennt man doch ganz klar, dass es hier ein typischer Golfanzug ist. Ja, wir haben einen lustigen Verein, der heißt die Königlich Bayerischen Golf Heroes und wir haben jetzt ein kleines Happening, wo wir auch unsere neue Kollektion vorstellen. Klingt das zu werblich? Soll ich vielleicht ein bisschen anders?